Oliver Geiselhardt, der Gedächtnistrainer Nummer 1 in Deutschland. Mit seiner Methode, so verspricht er es, prägen sich Lernwillige im Handumdrehen Zahlen, Namen und Vokabeln ein. Und das ganz einfach, mit bildhafter Assoziation. Eigentlich ist es eine Methode, die ist auch relativ schnell und einfach erklärt. Alles, was ich mir merken will, muss ich in Bilder übersetzen. Egal, welche Information das ist, wenn es was Durchnummeriertes ist, irgendwelche Listen, dann sollte ich mir halt das, was ich erledigen will, wenn es eine Erledigungsliste ist, in genau dieser Reihenfolge vorstellen. Ich erledige das so wie so ein Filmchen. Wenn ich jetzt noch Bilder mit reinschmeiße, die mich an die Stelle, an der die Erledigung ist, meinetwegen für die einzelne Kerze, ja, an erster Stelle, dann muss eine Kerze mit dem Bild sein. An zweiter Stelle ist vielleicht ein Schwan mit dem Bild. Wenn ich das noch mit reinschmeiße und da lustig mit einbaue, habe ich meinen Leitfaden im Hirn. Wenn ich das Ganze auf Vokabeln übertragen will, dann stelle ich mir halt die Vokabeln, wenn ich sie höre, als Bild vor. Ja, zum Beispiel Schaf auf Englisch heißt Sheep. Ich als Deutscher verstehe aber bei Sheep schieben. Also dann verknüpfe ich das zusammen und dann schieb ich das Schaf. Ja, ich schieb das Schaf und habe Sheep und Schaf gelernt. Oder Wasch heißt Kuh. Ich als Deutscher würde denken waschen. Also wenn es jetzt Kuh heißt auf Französisch, dann weiß ich halt, ich wasche die Kuh. Und habe das auch verknüpft. Und mein Hirn hat sofort gelernt. Das ist das Schöne. Das ist gehirntechnisch richtig gelernt. Beim Namen merken genauso. Ja? Schönstes Bild beim Namen merken, mein eigener Name, Geiselhardt. Also ich geißel mich immer gerne hart. Ich habe da was vorbereitet. Hier ist sie. Und damit geißel ich mich quasi hart. Und damit weiß jeder, das ist der Spinner, der sich gegeißelt hat ganz hart. Ach ja, der Geiselhardt. Und solche Bilder und solche Eselsbrücken quasi, wenn man es mal einfach ausdrückt, bleiben im Gedächtnis. Die Kerze für die Nummer 1, ein Schwan oder besser gesagt dessen Hals für die 2 oder der altgriechische Dreizack für die Zahl 3. Wer sich mehr merken will, der braucht natürlich auch mehr Symbole. Ich selber benutze 20. Ich kann die zwar bis 100, aber brauche sie so gut wie nie. Ich komme wirklich zu 70-80% mit den ersten 10 Symbolen gut klar und seltener brauche ich die bis 20. Das reicht dicke. Ich muss mir kaum mal mehr als 10 Sachen hintereinander merken oder mehr als 10 Erledigungen oder Einkaufsgegenstände, Präsentationspunkte für eine Rede oder so. Das sind selten mehr als 10. Mit 10 komme ich gut klar. Und wenn, dann habe ich die bis 20 drauf und das funktioniert auch gut. Die bildhafte Verknüpfung von Inhalten. Und dass dieses Gedächtnistraining durchaus amüsant sein kann, erlebten die Zuschauer beim 8. Oberbayerischen Wissensforum.